Sie müssen schon entschuldigen, Frau Doktor. Hier ist Wolleck. Schweidnitzer Straße, Siedlung Schweidnitzer Straße. Ja, Sie haben mal gesagt, wir sollen Sie anrufen, wenn wir Schwierigkeiten haben. Naja, Schwierigkeiten nicht direkt, aber es ist da was passiert, das möchte ich Ihnen gerne erzählen. Wenn es geht, dass Sie sich mit mir treffen. Ja, möglichst sehr bald. Ich bin ja Mondstraße. Ein Stückchen weiter ist ein Lokal, Vossstraße. In einer Stunde. Am Gleis 26 zerstört sich 75 nach Görlitz mit Anstrengung. Tür schließen. Bevor Sie weiter haben, wir wünschen eine angenehme Reise. Magdalena! Was soll denn das? Oh, Entschuldigung, ich dachte. Andreas! Tilly! Hey. Du bist an mir vorbeigerannt und hast mich nicht gesehen. Bist du meinetwegen gekommen? Was denkst denn du? Ich hab gedacht, Magdalena holt mich, aber sie ist nicht zu Hause. Ich hab gerade angerufen. Gibst du mir keinen Gruß? Herzlichen Glückwunsch. Ach, danke. Was ist denn das für ein Gefühl, wenn man nicht mehr in die Schule muss? Toll. Gestern haben wir ein Feuer gemacht. Ja. Hefte, Bücher, alles verbrannt. Am liebsten hätte ich das ganze Internat angesteckt. Und morgen fährst du mit Magdalena nach Paris. Ja, wie Geschenk. Ich freue mich irrsinnig. Per favore, devo telefonare. Deve essere un passaggio libero, per caso. Grazie, grazie. Oh, Mickey. Doktor. Bist du doch nicht mehr als erwartet, wenn Sie nicht sind. Ja, und du hast jetzt gut, echt? Komm, ab jetzt. Danke, danke, danke. Sie sind sehr liebenswürdig, Frau Doktor. Ich habe mir schon eine Kleinigkeit bestellt. Ich darf Sie einladen? Vielen Dank. Also, was haben Sie auf dem Herzen? Ich möchte mich noch mal entschuldigen, dass... Das ist doch nicht nötig. Es wäre mir auch ganz lieb, wenn niemand erfahren würde, dass Sie sich hier mit mir treffen. Da brauchen Sie sich gar keine Sorgen zu machen. Oh, Verzeihung. Was darf's denn sein, Frau Doktor? Einen Kaffee und dasselbe noch einmal. Vielen Dank. Also, schießen Sie los. Sie sind immer so nett zu uns, Frau Doktor. Und da habe ich mir gedacht, ich darf es nicht für mich behalten. Was? Was dürfen Sie nicht für sich behalten? Magdalena ist weggefahren. Kann ich nachher noch mal vorbeikommen? Ich habe es für dich. Klar. Mhm. Kannst du heute Abend kommen? Können wir zusammen essen? Mhm. Du? Werden wir uns denn öfter sehen, wenn du wieder da bist? Stimmt. Du? Fand ich schön, dass du mich abgeholt hast. Okay. Wann hat denn die Sache angefangen? Vor ein paar Wochen. Genaues weiß ich nicht. Und wer ist daran beteiligt? Ich möchte keinen Namen nennen, das müssen Sie verstehen. Wie haben Sie denn davon erfahren?
Die anderen haben mich gefragt, ob ich mitmachen will. Und Sie? Was haben Sie geantwortet? Ich könnte sowas nicht tun, nach all dem Guten, was Sie für uns getan haben. Ja, ist schon gut. Haben Sie irgendwelche Beweise? Bitte sehr. Da unten. Darf ich das behalten? Ich habe es für Sie mitgebracht. Was werden Sie jetzt tun? Gehen Sie zur Polizei? Ich weiß noch nicht. Ich möchte niemanden in die Pfanne hauen. Ich will nur zeigen, auf welcher Seite ich stehe. Wenn mal wieder was zur Verteilung kommt, denken Sie doch sicher an mich. Natürlich. Herr Westling, Telefon. Ja, ich komme. Danke. Westling? Hallo, Vater? Hier ist Andreas. Ich wollte mich bedanken. Ja, die ist toll. Naja, es geht so. Notendurchschnitt 2,5. Nee, ich muss noch mal hin. Bettzeug holen und sowas. Aber erst nach der Reise. Du, warte mal, ich glaube, Magdalena ist gekommen. Ich rufe wieder an, wenn wir zurück sind, ja? Ja, klar. Und nochmals vielen Dank. Tschüss. Magdalena! Andreas! Guten Tag. Ich dachte schon, dir wäre was passiert. Oh. Du hast doch gewusst, wann wir ankommen. Ja, ich musste noch mal weg. Tut mir leid. Naja, macht ja nichts. Na? Wie war der letzte Schultag? Schrecklich wie immer. Ach. Ich bin froh, dass ich es hinter mir habe. Ach, du übertreibst doch wieder mal. Du hast doch wunderbar gehabt. Du? Du siehst toll aus. Danke. Hast du gewusst, was im Vaters Bettchen ist? Ja, natürlich. Er hat dir angerufen und gefragt, was du dir wünschst. Mensch. Guck dir das an. Ja. Damit drehe ich einen Reisefilm. Mit dir in der Hauptrolle. Magdalena in Paris. Hier sehen wir sie in einem kleinen, entzückenden Café auf den Champs-Élysées. Und da steigt sie die Treppen zum Montmartre rauf. Du, Andreas. Und da musst du dir dich unbedingt malen lassen von so einem Straßenmaler. Andreas, jetzt hör mir mal zu. Komm her. Ja. Ich habe vorhin einen Mann getroffen aus der Siedlung in der Schweidnitzer Straße. Schenkt ihr dir manchmal auch was? Darauf kommt es nicht an. Ich glaube doch. Es macht mir einfach Spaß. Ich habe ja nichts dagegen. Thank you.
Hallo? Störe ich? Komm rein. Komm mal zu mir. Was ist denn? Ich gebe einen für dich aus. Aha. Das hat aber ziemlich lang gedauert. Man wird sich davon noch was ansehen dürfen, oder? Und der Rest vom Geld? Das ist doch nicht alles. Der Fusel ist teurer geworden. Den Laufjungen spielen und dann noch angemotzt werden. Steh auf. Das ist mein Platz. Setz dich aufs Bett. Zum Abitur, meine ich. Danke. Ist die noch bei dir? Die ist weggegangen. Habt ihr euch gezankt? Nein, nein, die besucht nur eine Freundin. Dann wünsche ich dir eine gute Reise. Grüß Paris. Danke. Komm, Fritzi, komm. Na komm, na fein. Ach, Herr Kowald. Ja? Tilly hat mir erzählt, sie hätten neue Jazzplatten. King Oliver und Fletcher Henderson. Kann ich mir die mal anhören? Heute Abend noch? Magdalena kommt sowieso nicht so früh nach Hause. Einverstanden. Komm, Fritzilein, komm. Bis nachher. Bis nachher. Was ist mit Liebmann los? Was soll sein? Ich habe gehört, er hat sich mit alten Kumpeln getroffen. Das ist eine Sache. Das ist es nicht. Wenn einer von euch Mist baut, dann heißt das nicht, das war der oder der, dann heißt das, das sind die aus der Siedlung. Die sind und bleiben asozial und kriminell. Halt schon mal. Magdalena. Was hast du denn? Magdalena! Magdalena! Magdalena!
Magdalena! Hast du Magdalena gesehen? Ich war im Tümpel. Regenwürmer. Bist du besoffen? Magdalena! Magdalena! Hast du sie nie gesehen? Der Wagen ist beschädigt. Sie ist doch verrückt. Der Wagen ist beschädigt. Tag, Vater. Tag, Andreas. Na, hat sie sich schon gemeldet? Immer noch nicht. Wann geht euer Zug? In 2 Stunden. Hat sie nicht gesagt, wo sie hin wollte? Sie hat nur erzählt, dass sie Ärger hätte und nochmal weg muss. Warst du den ganzen Abend zu Hause? Als sie weg war, bin ich noch zu Tillys Vater gegangen. Wir haben uns Plattmann gehört. So um 12 Uhr war ich wieder hier. Vielleicht hat sie gerade in der Zeit hier angerufen. Oder hätte sie doch nochmal angerufen? Spätestens heute früh. Sie hat doch noch nicht mal ihre Koffer gepackt. Sag mal, hat sie mit dir irgendwann darüber gesprochen, ob sie einen Freund hat? Sie hat keinen. Sie will auch keinen. Ich sehe und spreche sie zu selten. Vielleicht solltest du die Polizei anrufen. Isarwehr, Oberföhring, Leichenfund, 10.34 Uhr, mehrere Verletzungen, K1 bereits verständigt. Ende. Guten Appetit. Okay, dankeschön. Wir sind gerade fertig. Mann oder Frau? Eine Frau, Mitte 40. Wie lange lag sie im Wasser? 12 bis 14 Stunden. Wer hat sie entdeckt? Der Schleusenmeister. Sie trieb unmittelbar vorm Wehr. Irgendwelche Anhaltspunkte zur Person? Keine Papiere dabei. Und die Verletzungen? Mit Sicherheit durch Gewalteinwirkung. Herr Wessling? Ja? Grüß Gott, Heilmann, Kriminalpolizei. Sie haben doch heute Morgen eine Vermisstenanzeige gemacht. Das war ich. Ach so. Ja, bitte. Magdalena. Wer ist denn die Tote? Meine Frau. Meine geschiedene Frau. Seine Mutter. War es ein Unfall? Nein, das war mit ziemlicher Sicherheit ein Mord. Ich will weg. Bitte! Bleiben Sie noch einen Moment. Sie ist durch 2 Messerstiche in den Rücken getötet worden. Und dann wurde sie in die Isar geworfen. Wer hat es getan? Wir werden es hoffentlich rausfinden.
Verzeihen Sie, ich habe mich nicht vorgestellt. Köster, Mordkommission. Buonasera, Signorina, buonasera. Gestern Abend, kurz vor acht, sah, wie der Wagen vorfuhr und wie Magdalena ausstieg. Magdalena? Frau Dr. Wessling. Ja, weiter. Dann ging sie da runter und bog dann links ein. Ja, und? Ja, dann war sie plötzlich wie vom Erdboden verschwunden. Ich habe sie nicht wiedergesehen. Der Wagen stand unberührt an dieser Stelle. Ja. Hat er die Beschädigung schon, als Frau Dr. Wessling hier eintraf? Ja, ich habe sie gleich entdeckt. Warum haben Sie die Polizei erst heute Mittag verständigt? Wissen Sie, wenn auf diesem Gelände Polizei eintrifft, dann gibt das Unruhe. Die Bewohner reagieren ausgesprochen gereizt. Was sind das für Leute, die hier wohnen? Obdachlose, Vorbestrafte, Leute, die kein Dach über dem Kopf haben. Was haben Sie denn für eine Funktion hier? Ich bin Sozialarbeiter. Das heißt Mädchen für alles. Welche Rolle spielte Frau Dr. Wessling? Magdalena war Psychologin. Sie hatte einen Sozialplan entwickelt zur Eingliederung Nichtsesshafter. Sie hat sehr viel für diese Leute getan. Dass sie gestern Abend hierher kam, hatte was mit ihrer Tätigkeit zu tun. Sonst hat sie immer angerufen, bevor sie kam. Gestern hat sie das nicht getan? Nein, sie kam völlig überraschend. Du hast was vergessen, Busse. Du musst dem Polypen erzählen, dass du was aus dem Wagen genommen hast. Stimmt das? Ach, Entschuldigung, ja, das habe ich vollkommen vergessen. Magdalena hatte vergessen, den Wagen abzuschließen. Ihre Handtasche lag auf dem Beifahrersitz. Die habe ich an mich genommen. Ja, ich möchte sie gerne haben. Ja, bitte. Vielen Dank. Das ist meine Pflicht. Krankheit, Invalidität und zerrüttete familiäre Verhältnisse. Wie sieht Ihr Sozialplan im Einzelnen aus, Frau Dr. Wessling? Wir werden kleine Betreuungsgruppen bilden und in persönlichen Gesprächen die Nöte und Probleme jedes Einzelnen erfragen. Es geht nämlich darum, diese Menschen aus ihrer Isolation herauszuführen, ihnen das Gefühl der Minderwertigkeit zu nehmen und die Angst vor einer Umwelt, der sie sich nicht gewachsen fühlen. Ihre Arbeitsgemeinschaft hat einen Namen. Ja, Projektgruppe Nichtsesshaftenhilfe. Vielleicht nennen Sie den Zuschauern, die die gute Sache mit einer Spende unterstützen wollen, noch die Kontonummer Ihrer Gruppe. Gerne. Es ist die Nummer 7644 bei der Süddeutschen Vereinsbank in München. Wir danken Ihnen, Frau Dr. Wessling. Ich danke Ihnen auch. Wann ist denn die Sendung gelaufen? Vor einem Jahr im Regionalprogramm. Am Abend fährt sie zu ihren Schützlingen. Am Morgen wird sie ermordet aus dem Wasser gezogen. Habt ihr die Alibis überprüft? Ja. Der Junge hat einen Nachbarn besucht, gleich nachdem seine Mutter das Haus verlassen hat. Bis Mitternacht ist er dort geblieben. Und von 19 Uhr bis 1 Uhr nachts hat der geschiedene Ehemann mit Geschäftsfreunden so einen Schwabingbummel gemacht. Warum hat sie ihre Handtasche im unverschlossenen Wagen gelassen? Naja, vielleicht wollte sie ihren Schützlingen in der Siedlung beweisen, dass sie Vertrauen zu ihnen hat. Also, ich möchte, dass das Isarufer am Wehroberföhring 50 Meter rauf, 50 Meter runter noch mal genau abgesucht wird. Vielleicht finden wir doch den Platz, wo sie ins Wasser geworfen wurde. Andreas? Gewesen sein. Sie hat sich umgedreht und dann ist ihr das Messer von hinten in den Rücken. Das darfst du nicht machen. Ich muss mir immer wieder vorstellen, was sie gedacht hat, als sie spürte, dass sie gleich tot sein würde. Hör auf, dich so zu quälen. Bitte. Ich hab... Warte mal. Das soll auf der Todesanzeige stehen. Ne? Pass mal auf. Hier.
Meine geliebte Mutter. Darunter mein Name. Kein anderer. Ich bin der Einzige, der sie geliebt hat. Aber man liebt nicht nur ein einziges Mal. Man trifft immer wieder Menschen, die man gerne Nein. hat. Nein. Ich will alles für dich tun. Ich will so sein, wie du mich haben willst. Du bist lieb. Ich weiß, aber... Du hast Angst, dass ich dich enttäuschen könnte. Genauso wie Magdalena dich immer Hör wieder auf. Enttäuscht hat. Du weißt ja gar nicht, was das ist, lieben und geliebt werden. Quatsch. Andreas. Wenn ihr fertig seid, kommt ihr zu mir ins Büro. Ich kann nicht aufstehen. Na gut, dann bleibst du liegen. Was ist denn los? Wir kriegen Besuch. Kripo. Also alles klar, ne? Ja, alles ganz arme Leute. Nicht jeder, der einen Wagen hat, hat ihn auch bezahlt. Da haben Sie auch wieder recht. Herr Meister, alles alleine waschen heute? Jawohl, Herr Hauptkommissar. Woher wissen Sie denn das schon wieder? Guten Tag, Kinderchen. Herr Hauptkommissar, Magdalena hat hauptsächlich mit dieser Gruppe gearbeitet. Mit einigem Erfolg, glaube ich. Sie hat hier wirkliche Freunde gehabt. Ja. Hat jemand von Ihnen Frau Dr. Wessling am Freitagabend hier in der Siedlung gesehen? Freitagabend? Niemand? Das ist schade. Frau Dr. Wessling muss einen Grund gehabt haben, weswegen sie am Freitagabend hier so spät und unangemeldet hergekommen ist. Der Grund könnte in einem Gespräch gelegen haben, das sie am Nachmittag geführt hat. Sie hat ihrem Sohn gesagt, sie hat sich mit einem Mann unterhalten, hier in der Siedlung. Können Sie mir helfen, den Mann zu finden? Das Gespräch muss zwischen 17 Uhr und 17.30 Uhr stattgefunden haben. Frau Dr. Wessling soll dann sehr deprimiert nach Hause gekommen sein. Vielleicht war es der Grund, dass sie ermordet wurde, weil sie in diesem Gespräch etwas erfahren hat, das sie nach Meinung ihres Mörders nicht hätte wissen dürfen. Also, sie wollen nicht mit mir reden, nicht? Sie haben was gegen Bullen. Ja, das ist ja ganz gut, aber ich suche einen Mann, der eine Frau erstochen hat und die Frau, die war doch sehr gut zu Ihnen, nicht? Die hat es doch sehr gut mit Ihnen gemeint, oder? Sie müssen woanders suchen. Wir suchen überall da, wo das Leben endet und die Spur des Täters beginnt. Klar? Sagen Sie mal, Herr Posse, wie viele Fahrzeuge gibt es denn hier in dem Quartier? Fünf oder sechs. Viele Männer gehen regelmäßig zur Arbeit. Einige verdienen ganz anständig. Haben Sie auch einen Wagen? Ja. Er hing hier unten an den Ästen. Ach ja. Er passt natürlich genau zu Ihrem Mantel. Daneben führen Schleifspuren von der Straße
zum Wasser runter. Und dann haben wir noch was entdeckt, was Sie sicher interessieren würde. Kommen Sie mal. Hier muss ein Wagen gegengefahren sein, beim Wenden zum Beispiel. Das sind auch Lackspuren. Ja, und da unten liegen Glassplitter von einem Brems- oder Blinklicht. Lackspuren und Glassplitter stammen von Frau Dr. Wesslings Wagen. Wisst ihr, was das heißt? Dass die Leiche von Frau Dr. Wessling an der Stelle ins Wasser geworfen wurde. Und dass der Mörder die Tote in ihrem eigenen Wagen an die Isar gefahren hat. Das kann aber doch nicht stimmen. Denn als Frau Dr. Wessling in die Siedlung kam, da war der Wagen doch schon beschädigt. Hol mal die Fotos. Also irgendwas passt da nicht zusammen. Nochmal von vorn. Frau Dr. Wessling steigt in der Siedlung aus ihrem beschädigten Wagen. Ja. Das heißt? Das heißt, bevor sie in die Siedlung gefahren ist, müsste sie dann eigentlich an der Isar gewesen sein. Richtig. Da, wo der Wagen beschädigt wurde. In der Siedlung bleibt der Wagen genau an der Stelle stehen, wo Frau Dr. Wessling ihn verlassen hat. Das verweisen die Reifenspuren auf den Fotos. Er wird auch hinterher von niemand mehr benutzt. Das heißt, der Leichnam von Frau Dr. Wessling kann nicht in ihrem eigenen Wagen, er muss in einem anderen zur Isar gebracht worden sein. An der Isar wirft der Täter die Leiche genau an der Stelle ins Wasser, wo die Lebende 1 bis 2 Stunden vorher gewesen ist und ihren Wagen beschädigt hat. Das ist aber eine ganz merkwürdige Geschichte, was? Ich habe schon mal draußen geklingelt. Das habe ich nicht gehört. Die Musik ist mal etwas laut. Darf ich reinkommen? Ja. Es ist kalt. Herbst. Darf ich im Moment einen Mantel ausziehen? Natürlich. Na, lassen Sie nur. Ich lege ihn dahin. Ich gehe ja gleich wieder. Erwarten Sie einen Gast? Nein, das ist der Platz, an dem meine Mutter immer gesessen hat. Ach, das finde ich aber schön, dass Sie so an Ihre Mutter denken. Was wollen Sie? Darf ich mich einen Augenblick setzen? Ja, bitte. Wissen Sie, ich muss mich noch mal mit Ihnen über Ihre Mutter unterhalten. Mhm. Wir sind mit unseren Ermittlungen in eine Sackgasse. Was heißt das? Wir wissen genau, wer es nicht war, aber wir haben keine Ahnung, wer es war. Und was wollen Sie da von mir wissen? Hat Ihnen Ihre Mutter manchmal von der Arbeit in der Siedlung erzählt? Ich war nicht oft hier, nur in den Ferien und zu Weihnachten. Ich habe im Internat gelebt. Als sie am Freitagabend da rausfuhr, in die Siedlung, was hat sie da gesagt? Wir haben uns über die Reise unterhalten, was wir alles unternehmen wollten. Ich war nämlich noch nie mit Magdalena alleine verreist. Aber sie hat doch von einem Mann gesprochen, den sie am Freitagnachmittag getroffen hat. Das habe ich Ihnen doch schon erzählt. Ja, aber was hat sie da gesagt? Können Sie sich noch genau an jedes Wort erinnern? Sie sagte, sie sei schrecklich enttäuscht und hätte nie gedacht, so hintergangen zu werden. Sie wollte mit der Arbeit aufhören. Das haben Sie damals aber nicht erzählt. Das ist mir eingefallen. Sie wollte schon lange aufhören. Und sich nur noch um mich kümmern. Ich sollte hier studieren und wir wollten hier zusammen wohnen und alles zusammen unternehmen. Ins Theater gehen und Ausflüge machen. Wie alt waren Sie, als Ihre Eltern sich getrennt haben? 6. Haben Sie eine Freundin? Ja, ich habe eine Freundin. Aber was geht Sie das an? Ja, natürlich. Das war eine dumme Frage. Darf ich mir mal den Kalender angucken? Ja, bitte. Ist
Ist das immer die Handschrift Ihrer Mutter? Ja, ich glaube, das müsste sie sein. Ja. 17 Uhr am Hausburger Platz. Das ist eine Eintragung vom Freitag auf dem Kalenderblatt Ihres Todestages. Polizei! Polizei! Grüß Gott. Wir haben halt zu, Sie. Ich habe nur eine Frage. Kennen Sie die Frau? Kenn ich nicht. Vielleicht schauen Sie sich das Foto mal ein bisschen genauer an. Die Frau könnte am letzten Freitag hier gewesen sein. Wer sind Sie denn eigentlich? Frau Dr. Wessling, sie ist da hinten in der Ecke gesessen. Alleine oder in Begleitung? Mit einem Mann. Na, dann legen Sie mal Ihren Lappen beiseite und beschreiben Sie den Mann. Fahrrad und steifes Bein. Das ist Wolleck. Jakob Wolleck. Was ist denn das für ein Mensch? Was wissen Sie denn so von dem? Ein Tippel- und Wermutbruder. Seit frühester Jugend auf der Walze. Länger als 3 Tage hat er das nirgends ausgehalten. Dass er bei uns fast ein halbes Jahr war, das ist Magdalenas Verdienst gewesen. Sie sagten, er war. Ist er nicht mehr da? Nee. Heute Morgen hat er sich von mir verabschiedet. Er meinte, es wäre Zeit, weiterzuziehen. Wissen Sie, dass er sich am Freitagnachmittag mit Frau Dr. Wessling getroffen hat? Nein. Nein? Kann ich mal das Zimmer sehen, wo er gewohnt hat? Ja, aber da werden Sie nicht viel von haben. Seine 3 Habseligkeiten hat er mitgenommen. Das macht nichts. Zeigen Sie mir das mal. Ich geh mal vor. Sie mit Speck? Guten Tag, die Herren. Grüß Gott. Herr Köster möchte wissen, wo Wolleck geschlafen hat. Da hinten. Lassen Sie sich stören, die Herren. Ne? Ja. Liebmann will in unser Zimmer ziehen. Hab nichts dagegen. Sie hat sich ins Klo verirrt. Hat Ihnen der Wolleck gesagt, wo er hin wollte? Kein Wort. Wahrscheinlich wusste er das selber noch nicht. Das ist meistens so. Und ist er freiwillig gegangen, von selbst? Oder hat ihm jemand gesagt, es wäre wohl gut, wenn er ein bisschen verduften würde? Wenn ich seine Tierhandlung verkaufe, kriege ich 5 Mark. Ich habe Sie was gefragt. Er ist freiwillig gegangen. Er hatte die Nase voll von der ganzen Sozialsuppe, dem Wohlfahrtsgetue. Hey, komm! Alles Scheiße hier! Na gut. Wir werden Herrn Wolleck suchen. Das darf nicht sein. Weg!
Ja, ja, Köster. Aber was haben Sie mir denn nun Schönes zu erzählen? Schönes nie, Herr Millinger. Leider nur Furchtbares. Ach. Aber darf ich noch mal die Fernsehaufzeichnung mit Frau Dr. Wessling sehen? Ja, wenn es unbedingt sein muss. Und die Angst vor einer Umwelt, der Sie sich nicht gewachsen fühlen. Ihre Arbeitsgemeinschaft hat einen Namen. Ja, Projektgruppe Nicht-Sesshaftenhilfe. Vielleicht nennen Sie den Zuschauern, die die gute Sache mit einer Spende unterstützen wollen, noch die Kontonummer Ihrer Gruppe. Gerne. Es ist die Nummer 7644 bei der Süddeutschen Vereinsbank in München. Wir danken Ihnen, Frau Dr. Wessling. Ich danke Ihnen auch. Na, Köster? Frau Dr. Wessling nannte die Kontonummer 7644 bei der Süddeutschen Vereinsbank in München, aber auf dem Briefbogen der Projektgruppe, da steht die Kontonummer 86421 bei der Vereinigten Kreditbank in Augsburg. Das Konto wird bei uns geführt, aber nicht unter der Bezeichnung Projektgruppe Nicht-Sesshaftenhilfe. Sondern? Unter dem Namen Liebmann. Theodor Liebmann. Einen Liebmann gibt es in der Obdachlosensiedlung. Sind Einzahlungen auf das Konto vorgenommen worden? Ein- und Auszahlungen. Können die Einzahlungen unter der Bezeichnung Projektgruppe Nicht-Sesshaftenhilfe erfolgt sein? Der Computer registriert nur die Nummer. Die Bezeichnung wird nicht berücksichtigt. An was für Einzahlungen hatten Sie gedacht? Eine Frau Dr. Wessling hat um Spenden für diese Projektgruppe gebeten. Und was wird aus dem Haus? Das würden wir erstmal vermieten. Und dann? Verkaufen. Und Magdalenas Sachen? Was wird aus den Möbeln und den Büchern? Bücher kannst du selbstverständlich mitbringen. Und der Rest wandert auf die Müllkippe oder was? Andreas, auf dem Haus hier liegt eine Hypothek. Die muss abgezahlt werden. Ich kann Geld verdienen. Magdalena ist tot. Du kannst sie mit deinem Schmerz nicht wieder lebendig machen. Ach, das verstehst du nicht. Du hast sie doch immer abgelehnt. Die hat sie nie was bedeutet. Du hast sie im Stich gelassen. Ich hatte bei Magdalena Verständnis gesucht und etwas Zuneigung. Beides konnte sie nicht geben. Magdalena war immer für jeden da. Für Arme, für Alte, für Kranke, für alle. Und wann war sie für dich da? Du, ich erlaube nicht, dass du hier so redest. Das ist Magdalenas Haus. Sie hat es nach der Scheidung von mir bekommen. Und jetzt gehört es mir. Bitte geh jetzt. Geh doch bitte. Ich werde mir immer Vorwürfe machen, dass ich dich damals nicht zu mir genommen habe. Aber ich hatte einen Vertrag mit einer Firma. Ich hatte mich verpflichtet, ins Ausland zu gehen. Ich konnte nicht mehr zurück, als Magdalena damals nach der Scheidung zu mir gesagt hat, wenn du willst, kannst du den Jungen haben. Das ist nicht wahr. Das hat sie nicht gesagt. Du lügst! Umschlag haben wir unter der Matratze dieses Herrn gefunden. Ich weiß nicht, wie der da hingekommen ist. Ist doch klar. Der Herr hat sich in regelmäßigen Abständen die Schreibmaschine aus dem Büro geliehen. Ich habe Bewerbungsschreiben getippt. Das wird man doch wohl dürfen. Das ist Herr Liebmann. Herr Liebmann. Auf Ihren Namen läuft das Konto bei der Vereinigten Kreditbank in Augsburg. Wer außer Ihnen und den beiden Herren hier war denn noch an der Sache beteiligt? Wolle.
Wo haben Sie die Briefbogen drucken lassen? So was macht die Druckerei. Was sind Sie denn für ein Landsmann? Tscheche. Sie haben die Briefe mit den Spendenbitten getippt. An wen haben Sie geschickt? Pfarrer, Ärzte, reiche Leute. Und wie viel Geld ist eingegangen? Es hat sich kaum gelohnt. Die Leute sind nicht so spendabel. Warum hat Herr Wolleck die Sache verraten? Er hat gedacht, dass wir ihn betrügen. Was habt ihr mit ihm gemacht? Wir haben gesagt, dass er verschwinden soll. Er ist nach Nürnberg. Am Freitagabend ist Frau Dr. Wessling hier gewesen. Von da ab ist sie verschwunden. Als wir sie wiedergefunden haben, war sie tot. Jetzt erzählen Sie, was mit ihr passiert ist. Wir wissen nichts. Wir haben mit dem Mord nichts zu tun. Also gut, Sie und Sie und Sie sind vorläufig festgenommen. Bitte. Wir wissen nichts. Wir haben mit dem Mord nichts zu tun. Ich glaube, dass er die Wahrheit sagt. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Über Tote sollte man eigentlich nur Gutes. De morto is nil nisi bene, aber wie war sie wirklich? Ihre Aktivitäten zum Wohle der Menschheit ließen ihr keine Zeit für die Nöte und Kümmernisse der Menschen neben ihr. Sie war klug, energisch. Sie sah das Elend in der Welt, sah auf Abhilfe. Sie organisierte Hilfskomitees für Verfolgte. Unterschrieb Aufrufe für Unterdrückte. Die Sache der Menschheit war ihre Sache. Den einzelnen kleinen Menschen hat sie dabei übersehen, aber zu unbedeutend, um von ihr bemerkt zu werden. Und wie war sie zu dem Jungen? Sie wollte kein Kind. Als der Junge kam, hat sie entsetzlich gelitten. Und als er dann größer wurde, hat sie sich mehr so wie eine Art mütterliche Freundin, Kameradin gesehen. Er durfte sie nicht Mutter, er musste sie Magdalena nennen. Und weil er schwierig war, Zeit kostete, Zeit, die der Sache der Menschheit verloren ging, steckte sie ihn in ein Internat. Aber er hat sie geliebt. Er hat sie bewundert, angebetet, wie man eine unerreichbare Geliebte anbetet. So, bitte warte da auf der Straße, ja? Ich habe den Wagen gehört. Ich habe geglaubt. Ja, hier sind die Wagenschlüssel. Wir brauchen sie nicht mehr. Okay. Darf ich einen Moment reinkommen? Ja. Ach, Sie haben Besuch. Das ist meine Freundin. Ja, ich weiß. Mein Name ist Köster. Guten Tag. Guten Tag. Sind Sie mit Ihren Ermittlungen weitergekommen? Ich bin ganz zuversichtlich. Wir haben auch noch mal Ihr Alibi überprüft. Das stimmt. Als Frau Dr. Wessling in der Siedlung ankam, da waren Sie bei dem Vater der jungen Dame. Und als Ihre Mutter ins Wasser geworfen wurde, da waren Sie immer noch da. Sie sind auch zwischendurch nicht weggegangen. Ich habe auch noch mal überprüft, ob Sie Frau Dr. Wessling nachgefahren sein könnten. Aber wieso? Was sollte nicht für den Grund sein? Nein, Sie sind es nicht. Sie haben keinen eigenen Wagen. Der Wagen Ihres Vaters stand in der Garage. Und ein Taxi ist an dem Abend nicht in die Siedlung gekommen. Ihre Mutter war eine ungewöhnliche Frau. Ich habe mir immer überlegt, wie es zu dem Mord gekommen sein könnte. An einen Raubüberfall haben wir nie geglaubt. Die Tote trug ihren Schmuck, als sie gefunden wurde. Die einzige Möglichkeit ist, dass dem Mord ein Streit vorausging. Warum erzählen Sie uns das alles? Ich nehme an, dass es Sie interessiert. Ein Streit, der das Gegenüber von Frau Dr. Wessling so in Angst und Verzweiflung versetzte, dass sie Beherrschung verlor. Was, glauben Sie, hat der Mörder Ihrer Mutter gedacht, als die Tote plötzlich auf der Erde lag? Lassen Sie ihn doch in Ruhe. Was hat er gedacht? Was hat er getan? Hat er geschrien, Magdalena?
Hat er gefühlt, ob ihr Herz noch schlägt? Was hat er mit dem Messer gemacht? Hören Sie auf. Wo hat er plötzlich ein Auto her? Wie hat er die Tote in das Auto gebracht? Bitte. Haben Sie Angst? Oh, wovor haben Sie Angst? Sie sind gemein! Ja, ich weiß. Bleib mir! Er tut mir so furchtbar leid. Ja, mir auch. Geborgenheit kennengelernt. Er hat nie irgendjemanden gehabt, zu dem er einfach kommen konnte. Wenn seine Mitschüler am Wochenende nach Hause gefahren sind, dann musste er meistens im Internat bleiben, weil Magdalena keine Zeit hatte. Vor 2 Monaten hat er seinen 19. Geburtstag gefeiert. Bei mir und meinen Eltern. Magdalena war auf irgendeinem Kongress. A91 statt auswärts sperren. Macht schnell, ich glaube, der will sich umdrehen. Kann ich jetzt nach Hause? Was war am Freitagabend, bevor Frau Dr. Wessling in die Siedlung fuhr? Was soll gewesen sein? Was hat sie ihm da angetan? Nichts. Ich weiß nicht. Ja, ist gut, Sie können gehen. Ziehen Sie den Mantel an. Der gehört mir nicht. Ziehen Sie ihn an. Wieso? Ziehen Sie ihn an. Binden Sie den Schal um. Was wollen Sie von... Binden Sie ihn um. Drehen Sie sich um. Frau Dr. Wessling hatte ihre Figur. In der Dunkelheit musste sie jeder für Magdalena halten, wenn sie mit ihrem Wagen ankam. Wir wollten uns zusammen nach Paris fahren. Nur Magdalena und ich, 3 Wochen. Das habe ich mir so toll vorgestellt. Ich habe mich so gefreut. Dann ist sie nach Hause gekommen. Sie konnte nicht mitfahren, weil... diese verdammte Siedlung. Ich sollte allein fahren, weil sie irgendeinen Mann treffen wollte. Da habe ich... Das Messer lag noch auf dem Tisch. Warum ist sie denn? Wir wollten doch nach Paris fahren. Nur Magdalena und ich. Etwas später kam dann ihre Freundin und sagte ihnen, was sie machen sollten. Dann trugen sie den Tod in den Wagen. Und ihre Freundin zog den Mantel ihrer Mutter an. Und den Schal.
Und dann fuhr sie zu Isa, schleppte die Tote ins Wasser. Und dann fuhr sie in die Siedlung, ließ den Wagen stehen, verschwand in der Dunkelheit. Jeder, der sie gesehen hatte, musste denken, dass es ihre Mutter war, weil sie mit ihrem Wagen ankam. Ich wünsche Ihnen, dass Sie verständnisvolle Richter finden.